Hans, da haben wir das gute Stück. Ja. Hans Geulen ist Grammophondoktor. Also, erst müssen wir mal genau den Fehler diagnostizieren, ne, damit wir wissen, die Einzelteile sortieren. Er ist ins Filmfototonmuseum nach Gemünden gekommen, um dieses Ultraphon zu reparieren. Das hat Jürgen Sommerer für die Sammlung erstanden. Das muss geleimt werden. Das Gerät ist ein ganz besonderes Grammophon aus den 30er Jahren. Der Ton von der Platte wird im Gegensatz zu den anderen Grammophonen nicht von einem Tonarm abgenommen, sondern von zweien. Und jetzt kommen praktisch zwei verschiedene Töne, zeitversetzt um vielleicht eine Zehntelsekunde, mehr ist es nicht. Und dadurch entsteht dieser Echo-Effekt. Der Klang ist natürlich schon, hoffe ich mal, was anderes als vom ganz normalen Grammophon. Ich hab's ja noch nicht gehört. In seiner Ausstellung dokumentiert der Museumsverein die Technik der Fotografie, des Films und deren Wiedergabe. Geräte von den Anfängen um 1850 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Weil zum Film auch der Ton gehört, gibt es in Gemünden eine umfangreiche Tonabteilung, in der auch die verschiedensten Grammophone stehen. Jürgen Sommerer legt Wert darauf, dass sie laufen. Es ist das Faszinierende, dass mit einem Gerät, das ohne Strom, ohne allem läuft, derart laute Musik überhaupt wiedergegeben werden kann. Das muss für die damalige Zeit ein absolutes Wunder gewesen sein. Erstmal machen wir mal einen Plattenteller weg. Du nimmst den Hammer bitte. Wenn ich dir Bescheid sage, klopfst du da mal ein bisschen drauf. Also ich geb dir mal einen Tipp, ungefähr so stark. Mehr nicht. Okay? Du bist bereit? Ja. Okay, dann hau drauf. Gut. Hans Geulen hat sich sein Wissen selbst angeeignet. Sein Ziel ist jetzt, einen Blick auf den Antrieb des Ultraphons zu werfen. Oh, oh, jetzt wird die Sache interessant. Jetzt kommt der Moment der Momente. Brauchst du Hilfe? Ja, ich weiß noch nicht, wie ich ihn hier greifen soll. Ja, der steckt nicht mehr drin. Nee. Vielleicht mal da hinten an die Schraube und ich ziehe hier. Der gebürtige Ostfriese war Fahrlehrer und hat früher schon Uhren repariert. Das kommt ihm jetzt bei den Grammophonen zugute. So. Da müssen wir verlaufen. Fantastisch. Der hat ja einen Wahnsinnsmotor. Gleich zwei Federn treiben den Motor an. Hier den Platz. Das ist eigentlich alles in Ordnung hier. Trotzdem läuft es nicht rund. Okay, ich weiß, wo der Fehler liegt. Der Hebel, der auf den Teller drückt, guck mal. Ja, ja. Der wackelt, siehst du das? Richtig. Ja. Der sitzt nicht fest. So, mal gucken, ob das reicht. Mit dem Hebel wird die Geschwindigkeit des Plattentellers reguliert. Und da ist etwas Spannung verloren gegangen. Das hier mal raus. Aha, guck, schon erledigt. Ja. Wir stellen den Kameraden mal so hin, machen den Plattenteller drauf. So, jetzt machen wir eine Trockenübung. Hans Geulen repariert die Geräte, aber er sammelt sie nicht. Lieber gibt er Jürgen Sommerer für das Museum Kauftipps. Auch der Hinweis auf das Ultraphon kam von ihm. Jetzt geht es erstmal um den gleichmäßigen Antrieb des Plattentellers. Dreh ruhig ganz auf. Und was dann zu viel ist, das können wir dann wieder zurückregulieren. Hans Geulen muss auf jeden Fall noch einmal wiederkommen, weil der zweite Tonarm erst noch geleimt werden muss. Das ist zu viel, zu viel. Im Huttenschloss in Gemünden ist das Filmfototonmuseum seit 2004 untergebracht. Obwohl der Museumsverein schon viel mehr Objekte hat, als er zeigen kann, wächst die Sammlung immer noch. Ich bin ja immer der Meinung, ein Museum muss eigentlich immer am Leben sein und darf nie fertig sein. Das muss immer weiter wachsen. Schon als Bub hat Jürgen Sommerer einen Fotografen bewundert. Das war der Chef meines Vaters, sage ich einmal so. Und ich war natürlich als kleiner Bub in dem Haus drinne, hab den guten Mann noch kennengelernt. Und ich habe das dann von der Witwe nach seinem Tod
die ganzen Geräte auch kriegt. Und da habe ich mich tierisch drüber gefreut, dass das dann jetzt auch im Museum Platz findet. Im Lager hat der Verein 10-mal so viele Objekte wie in der Ausstellung. Immer wieder bekommt das Haus ganze Sammlungen angeboten. Allein in den grauen Kisten kamen 1600 Geräte eines Sammlers nach Gemünden. Noch lange hat Jürgen Sommerer das nicht aufgearbeitet. Wenn Sie die Ausstellung umgestalten, eine echte Fundgrube. Doch nicht, muss doch. Und vielleicht noch die Zweierpraktika. Ach, da ist noch ein Film drin. Was da wohl noch drauf ist. Wenn ich einmal Zeit habe, werde ich die noch mal entwickeln und noch mal schauen, wer denn da zu finden ist. Ein echtes Highlight des Museums ist der Pathé-Filmprojektor. Er stammt noch aus der Stummfilmzeit, war in Wanderkinos im Einsatz. Ja, und Jürgen Sommerer führt ihn gerne vor. Also wir haben kein Problem, die Teile auch einmal anzufassen. Es waren ja alles Geräte, die für den Gebrauch gebaut worden sind. Und die auch immer, egal wo, in die Hand genommen worden sind, rumgetragen worden sind. Und warum soll man das jetzt nicht mehr machen? Nur weil es ein paar auch älter ist. Die Technik soll erlebbar sein. Vielleicht hat das Museum auch deshalb ein kleines Kino mit 42 Sitzplätzen. Einmal im Monat ist Kinoabend. Auch mechanische Musikinstrumente gehören zu der Sammlung. Ja, also der Stepper im Fitnessstudio ist direkt dagegen. Mit solchen Klavieren hat man zum Beginn der Filmzeit tatsächlich die Filme begleitet. Mit Begleitmusik. Da gab es dann passende Rollen zum Film. Und dann wurde mit dem Klavier da auch passende Musikbegleitung gemacht. Alles, was es für das pneumatisch gesteuerte Klavier braucht, ist Fitness. Die Musik kommt von einem Datenträger aus Papier. Eine Woche später. Hans Geulen, der Grammophon-Doktor aus Lengfurt, ist wieder im Haus. Er hat das Ultraphon repariert. Das Gerät bekommt jetzt einen Platz in der Ausstellung. Und natürlich will sich Jürgen Sommerer von der Klangqualität überzeugen. Ohne Strom, mit der Kurbel aufgezogen, muss der Motor die Platte für 2 Tonarme antreiben. Schon der Start ist eine Kunst. Ist aufgezogen. Ist aufgezogen. Warte mal, das stimmt noch nicht ganz. Richte du das mal bitte. Aufsetzen ist der springende Punkt. Das bedarf einer ruhigen Hand, die in dieselbe Rille genau einzulegen. Deshalb hat sich das wahrscheinlich auch nicht durchgesetzt. Ja, die hat es ja nur kurze Zeit gegeben. Ja. Deshalb sind sie so selten und sehr, sehr teuer. Jetzt kommt der Moment, wo ich helfen muss. Mal schauen erst mal. Und? Hält das Ultraphon, was es versprochen hat? Das ist natürlich kein Stereo. Das ist nach wie vor Mono. Aber aus 2 separat voneinander arbeitenden Trichtern. Angetan? Oder doch skeptisch? Ja, da wäre es wichtig, wirklich ganz klar davor zu stehen, dass man beide Trichter in die Ohren gefüllt kriegt. Und man muss auch ein bisschen dran glauben, dass das so funktioniert. Och, erzähl doch nicht. Rausschneiden. Vielleicht fehlt aber auch nur die richtige Platte. Für das Ultraphon gab es eigene. Und danach sucht Jürgen Sommerer noch.